So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Black and White 2. Ich habe seit dem letzten Part meine Pokémon ein bisschen trainiert, also offscreen trainiert, und so sieht mein Team jetzt aus. Ich finde es ziemlich geil. Und jetzt sprechen wir mal diese Verarsche von Camilla an. Sie habe ich wohl unnötig trainiert. Ja. Willst du mich verarschen? Willst du mich irgendwie in irgendeiner Form verarschen? So, dann fragt sich jetzt, wohin wir eigentlich müssen. Ich habe in den letzten Parts, ich glaube, das war im vorletzten Part habe ich, glaube ich, etwas Falsches gesagt. Und zwar ist Akamura nicht der Chef von Team Plasma, sondern schon wieder Jesus. Was ich aber nicht so ganz verstehen kann, ist, in PokéWiki stand vorher, dass Akamura irgendwie der Chef von Team Plasma wäre. Und was ist hier los? Warte, wenn das die Arena nicht... Oh mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt. PokéWiki meinte vorher, dass Akamura, also diesen Professor, den wir im vorletzten Part gesehen haben, der diese ganze Scheinkämpfer-Pokémon da weggebasht hat, dass dieser im Pokémon World Tournament ist und... Okay, was ist das? Sieht mir eher wie so ein Laufsteg aus als ein Kampffeld, ne? Naja, was hast du so Schönes, du mit der komischen Frisur? Ein Elekid. Gut, dass meine Pokémon schön gelevelt sind. Kann ich direkt mal hier alle wegbashen. So, Lightscreen. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. So, komm, Dick. Boah, immer noch so. Ich bin immer noch so vernarrt in so einen Ella Voltec. Das wäre doch mal Bombe. So ein Scheiß im Team zu haben. Jetzt mal ganz ehrlich, das wäre geil. So, was kommt jetzt für ein Scheiß? Ein Voltilam. Voltilam! So, Fight. Dick. So, jetzt haben wir. Oh, also rappt unser Rotomorph sich wieder in die Erde und. Funkensprung, oder? Nee, nix Funkensprung. Ist ja nicht daneben gegangen. Wäre das Funkensprung, wäre das daneben gegangen, weil Ace im Boden ist. So, Voltilam hätten wir jetzt auch besiegt. Ding! Ace erreicht Level 26 und will Slash erlernen. Ja, anstatt Slash können wir hier Kratzfurie verlernen, weil was bringt denn so ein scheiß Kratzfurie? Ehrlich. Kratz ein bisschen, ne? Falls man einen Juckreiz hat, kann man das gegnerische Pokémon einfach kratzen. So, der war richtig lame. Der war richtig lame. So, da ich Kung Fu auch auf Level 25 trainiert habe und das Sanftlocke besitzt, will ich jetzt mal gucken, ob das Ding bei Level Up eigentlich, ob das Ding sich bei Level Up eigentlich weiterentwickelt. Wäre natürlich geil, würde uns wirklich helfen, aber... Naja, gucken wir mal. Okay, was hast du für Pokémon, Barbie? Barbie 2.0, ne? Barbie 2.0. Ja, und ich hab immer noch so eine leichte Erkältung, so ganz, ganz leicht. So, fangen wir erstmal mit Konter an. Elektro, weil das ist natürlich perfekt. Mit Konter ist dann... hier alles auf einen Schlag. Oh ne, funktioniert nicht. Ist ja fail, ey. So, Force Palm und nochmal so eine hässliche Elektroball-Attacke. Was ist das für ein Scheiß? Nichts gut, Elektroball, nichts gut. So, Back, HPPP, Restore. Super, Trank einsetzen. So, nochmal Elektroball, ey. Hat das. Keine Hobbys oder was hat es mit seinem Elektroball, ey? Ehrlich, das ist keine anderen Attacken, ne? Nur Elektroball. So, jetzt paralysier. Ne, ja, geil. Meinst du, ja, jetzt paralysier, du scheiß Ding. Was ist passiert? Wir paralysieren. Mhm. Alles klar, ne? So, jetzt nochmal Elektroball. Jetzt darf das nicht daneben gehen. Bitte geh nicht daneben. Bitte Gewissheit, geh nicht daneben gehen. Oh, ne. Ist doch scheiße. So, Smash, geh rein. Just a little more hanging there, Smash. So, was macht Smash? Smash setzt erstmal ein bisschen unnötig Igelsamen einzusetzen, ne? Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen.
So, Takedown. Oh. Ist schlecht. Jetzt kriegen wir halt ein bisschen KP. Ich würde sagen, wir beenden es. Ja, komm, beenden wir es mit Grasmixer. Aber ich finde, die Attacke sieht geil aus. Die Animation der Attacke sieht geil aus. Oh, fast selber. Cool. Was kommt jetzt für ein Pokémon? Ein Initiator. Kann sein, dass es Nitro-Ladung besitzt, ne? Jetzt nochmal so, by the way. Weil die Weiterentwicklung Zebritz, was die Arena-Leiterin Camilla bestimmt hat, besitzt das auch. Also in Pokémon Schwarz und Weiß habt ihr das auf jeden Fall. So, Speed ist schneller geworden. Pursuit, geil. Geil, dass die, also geil, dass die Attacke jetzt daneben ging. Oder besser gesagt, dass Smash das abgewehrt hat. Oh ja. Yeah. So, Smash Level 25 und jetzt haben wir diese Barbie-Puppe von wegen Barbie-Puppe, ne, so ein auf. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. War doch völlig klar, dass ich gewinne. Tja. Ey, hört sich das nicht lustig an, jetzt ehrlich. Ich find's nicht so schlimm, ne. So, Kung Fu bekommt jetzt einen kleinen Schub. Kumo-Milch will ich behalten. Super Potion, Fresh Water. So. Bad, bad, baby. Yeah. So, jetzt bist du dran. Ja, okay, zur Kampfmusik will ich jetzt nicht so viel sagen. Ja, I'm ready. So, die Kampfmusik ist ja gleich geblieben, nur das davor ist ja anders. Dieses du, 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 du. So, nochmal so ein NEC, aber auch da oben im Namen, da ganz, ganz rechts im Namen. Das ist ein Smiley, ja, das ist ein Smiley. So, fangen wir mit, oh nee, nicht Flame Charge. Das Ding ist ja voll schnell. So, ja, schön, nur weil dein Speed hochgeht. Muss gleich nicht angeben, ey. So, noch einmal Force Palme. Ouch. Wow, das hat bestimmt weh. So, Force Palm. Und die Dezember wurde erfolgreich besiegt. Was kommt jetzt? Ich rechne mit einem Voltilam. Nee, Elikid. Genauso schlimm. Shockwave. Autsch. Das tut jetzt weh. Das ist doch kacke, dass die Angriffe so. Also, dass die Verteidigung so scheiße ist. Und ich finde jetzt gerade überhaupt keinen gemütlichen Halt auf meinem Stuhl. Ja, ehrlich. Scheißstuhl. Scheiß Schreibtischstuhl. So, jetzt erstmal runter mit uns. Und. Lightscreen, geil. Ist klar, dass es fehlgeschlagen ist. Na, fail. Das hätten wir jetzt geschafft. So, schön, schön, würde ich sagen. Schön, schön. So, wie viele Trainer kommen eigentlich noch? Reicht das nicht langsam? Oh mein Gott. Das ist Camilla. Wie geil. So, gucken wir jetzt Pokémon. Also ich will Dings trotzdem ein Teil geben. Ne? Ja, was habt ihr an diesem Satz jetzt verstanden? Seid mal ehrlich, was habt ihr an diesem Satz jetzt verstanden? Krasse Sache. Hyper Potion. Da gebe ich ihm lieber hier dieses Fresh Water. Ne, noch eins. Noch ein Fresh Water für Smash. So, dann Pokémon. Smash Switch mit Kung Fu. So, und jetzt geht's auf zur Arena-Leiterin Camilla, die übrigens einen neuen Style hat. Ja, werdet ihr ja jetzt sehen. Einmal hier, sieht man das? In diesem Kampf-Sprite. Ne, das ist der Kampf-Sprite. So, was passiert jetzt als Animation? Die hat ja eine neue Haarfarbe, aber vorher war die blond. Tusti. Spaß. So, Smash, das ist jetzt schlecht. Wie mach ich das? Leech Seed?
So, das setzt Pursuit ein. Wieso eigentlich keine Feuerattacke, sage ich schon. Flugattacke. Wieso so eine hässliche Pursuit-Attacke gemacht, ganz ehrlich. Schön, jetzt bekommen wir erstmal KP. Als nächstes würde ich sagen, Tackle. Quick Attack. Psch, ouch. Das hat weh, das hat weh, du Emolga, du. Ich finde Emolga ganz süß, ja. Ja, ja, ganz süß, du bist ganz süßer. Ganz süßer, ganz süßer. Nee. Ja, du bist ganz süß. Ich meine dich, ich meine fliegende Eichhörnchen hier. So, ja, geil. Naja, wenigstens etwas. Wenigstens funktioniert Egelsam. Tackle, komm. Pursuit, jetzt aber Tackle. So, und das Ding ist ja fast down. Geil. Und noch einmal. Nee, dein Ernst. Tackle. Das kann noch dauern. Das kann echt noch lange Zeit dauern. So, Pursuit. Verfolgung. Bringt nichts, sehen wir, ja. Leaf Tornado, ja. Die Attacke wird irgendwie abgeblockt, das ist scheiße. Aber jetzt, Tackle. Volt Switch. War eigentlich klar. War eigentlich klar, dass so eine hässliche Attacke kommt. Nee, geht gar nicht. So, was kommt jetzt? Lich Seed. So, scheiß Pursuit. Nein. So, jetzt aber Lich Seed. Das Ding besitzt Nitro-Ladung. Ich weiß, dass das Ding Nitro-Ladung besitzt. Wenn das einmal Nitro-Ladung einsetzt, sind wir wortwörtlich am Arsch. So, Back. HPPP Restore. Fresh Water. Use auf Smash. Wäre geil, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Wäre gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden, ne? Dieses Ding irgendwie zu besiegen. Geil. Hat's gebracht. Muss ich schon sagen. Hat's gebracht. So, was machen wir jetzt? Tackle. Flame Charge noch einmal. Wird dir das nicht langsam langweilig? Knapp. So, Critical Hits und das hat seine Bäre. Ja, geil. Aber wir haben Egelsam. Was jetzt? Egelsam. Hört sich irgendwie pervers an, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. So, Back, HPPP Restore. Wieso lasse ich eigentlich Smash drin? Fragt ihr bestimmt. nee, ich will Smash drin lassen, bis Zebritz jetzt nur noch so wenig KP hat, weil dann werde ich Riolu in den Kampf schicken und eine schöne Gewissheit einsetzen. Dann müsste das Ding down sein und Riolu Level up. Und wenn wir diesen Kampf dann endgültig gewinnen, entwickelt sich Riolu ja vielleicht. So, Tackle und danach hier schön die Hüfte kreisen lassen. So, Tackle. Das setzt Flame Charge ein. Geil. Und adios. Schöner Smashline. Smashline. Esoferb. Dann schicke ich jetzt mal Kung Fu in den Kampf. Kung Fu. So. Ich weiß, dass das Ding schneller ist. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit Force Palm an. Yeah, fail. Fail. Anscheinend will das Pokémon sich nicht weiterentwickeln. So wie es aussieht zumindest. Und ich habe nur noch zwei Pokémon. Scheiße. Das eine Pokémon ist ein Wasser-Pokémon, ja. Erstmal Dick. Ich habe bis jetzt noch kein Pokémon besiegt, der ganz ähnlich. Diese hässliche World Switch-Attacke macht mich noch fertig. So, Dick. Wie zieht das an? Krass, dass da noch was hängen geblieben ist. So, das hätten wir jetzt. Ace Level 27. Perfekt. Und jetzt kommt Zebritz wieder, oder? Ja. Dick.
Flame Charge. Oh. Ey, ich hab Scheiß Schuss. So, jetzt Dick. Guck mal. Dick. Yes! Zebritz haben wir damit auch besiegt. Ey, Ace macht das wirklich grandios. Den muss ich ganz ehrlich sagen, geiles Pokémon, ehrlich. Rettet mir gerade den Arsch. Aber auch egal. Und jetzt ist die Sassy Game Olga noch da. Weißt du was, dich mache ich jetzt endgültig fertig. Ich habe Hyper Parasol, Hyper Potion, Use auf Ace. Wo soll das jetzt sein? Boah, epische Kampfmusik. Slash. Return back. Bitte lass mich. Ja, perfekt. Wir haben noch einen Beleber. Falls es dann drauf ankommt, kann ich Ace ja einen Beleber verpassen. So, jetzt nochmal so eine hässliche Pursuit-Attacke. Slash. Quick Attack. Slash und. Yes, wir haben gewonnen. Perfekt. Und Ace ist Level 28, bisher das stärkste Pokémon in meinem Team. Und die Werte sehen eigentlich ganz in Ordnung aus. Und wir haben Camilla besiegt. Halleluja. Wir erhalten den Blitzer. Nee, wie hieß der? Der Voltorn. Oder so hieß er, glaube ich. Ah ja, und der 8. Arena-Leiter. Ja, das ist weder Lilian noch. Oh, wer ist das auf dem Bildschirm? Oh, Styler, meiner Keiler. So, und wir halten Wall Switch. Ein bisschen überflüssig. Weil, was haben wir mit diesem dieser hässlichen TM? So, raus mit uns. Bevor ich hier noch irgendwie Epilepsie bekomme. Ja, kann ja sein, ne? So wie es hier blinkt und so, ey. Okay, ich mache jetzt gerade gar nichts. Geht von alleine. Und ist von alleine und jetzt können wir raus. Boah, was Katastrophe da drin, ey. Scheiße, was Katastrophe. So, ich würde sagen, da wir sowieso die 17 Minuten 30 jetzt haben, würde ich sagen, das war's für diesen Part. Da haben wir wohl eine ganze Arena in einem Part geschafft. Ja, geht ja. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen und warte doch, ein bisschen, ich will noch die Pokémon heilen. So, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, haut rein.